Ah, jetzt zum Beispiel kann ich im Vorspiel einfach so hart auf dich ranzoomen. Und das möchte wirklich niemand sehen. Tja, das ist jetzt schon passiert. In diesem Sinne. Freunde, der Elf-Freunde-Videobeweis ist zurück. Fünfter Spieltag, Gelb gegen Blau, Dortmund gegen Schalke, Aachens gegen Groppa. Warum denn nicht? Auf geht's. Ja, Leute, bevor wir ankommen zur Bundesliga, schauen wir doch erstmal, was hier gleich um die Ecke passiert. Denn es ist auch in Berlin Derby-Zeit. TB gegen Dynamo. Ich glaube, mehr Derby geht in Berlin auch gar nicht. Es ist Ost gegen West. Es ist jetzt rausgeschnitten, was ich gerade eben gesagt habe. Jedenfalls, Tennis Borussia Berlin empfängt den BFC Dynamo. Ich sage, auch wenn es mir leid tut, 0-3. Oh ja, Dynamo ja immerhin ganz ordentlich in die Saison gestartet. TB tut sich in der neuen Liga schwer nach dem Aufstieg. Im Mommsen-Stadion sind Zuschauer zurzeit noch erlaubt. Ja, ja. Schöne Grüße an Franzi, die wird da sein. Na, dann gehen Grüße raus und eine Empfehlung. Denn Bratwurst und Bier schmecken im Mommsen am Freitagabend besonders gut. Aber auch ich sage TB. Ach, gegen Dynamo, das ist noch eine Liga zu hoch. Am Ende, was hast du gesagt, 0-3? Ja, das war jetzt. Dann mache ich schon 2-1 draus, aber für Dynamo. 2-1 für Dynamo, gut. Dann der VfB Stuttgart gegen Köln. Stimmt, auch ein Derby. Ja, für wen auch immer. Das ist bestimmt ein Armin Fee Derby. Aber am Freitagabend Stuttgart. Ja, hier in Berlin ja wirklich sehr gut performt, wenn man das neudeutsch so sagen möchte. Während Köln eigentlich seit einem halben, ich weiß gar nicht, spielen die Fußball überhaupt noch? Es ist auch tatsächlich, das geht immer so unter, weil Schalke und so dann die Negativschlagzeilen dominieren. Aber Köln ist schon auch relativ gut dabei oder schlecht dabei. Ja, was sagst du? Ich mache das fix. Stuttgart hat mir in den letzten Wochen sehr, sehr gut gefallen. Die gewinnen auch hier gegen den 1. FC Köln mit 4-0. Nein, das glaube ich nicht. Markus Gisdol schafft das Ausrufezeichen. Ach was? 2-2. Naja, wenn einer die Wende schafft, dann Markus Gisdol. Ausgerechnet. Naja, schauen wir mal. Deshalb schnell zu den großen Namen, zum großen Fußball vielleicht auch, der FC Bayern. Nach der Gala in der Champions League tritt an gegen Eintracht Frankfurt. Und die haben in den letzten Jahren ja häufiger die Bayern geärgert. Werden sie es auch diesmal können, Felix Kropper? Ich habe ja Prinzipien. Eins davon ist, niemals auf die Bayern zu tippen. Was ein Mann relativ der Ehre. Selten von Erfolg gekrönt ist. Überraschendes 1-2. Würde ich gerne mitgehen, aber ich glaube es nicht, denn der Mann, den wir aktuell in der neuen Elf-Freunde-Ausgabe auf dem Cover haben, wir haben ihn getroffen in München, etwas überraschend auch für uns, dass er dort aktuell zugegen ist. Erik-Maxim Choupo-Moting könnte ja eventuell wieder spielen nach der Champions League, nach dem Champions League-Auftritt. Vielleicht Robert Lewandowski bekommt mal wieder eine Pause. Und das wird dann leider auch reichen für Eintracht Frankfurt. Am Ende klares 3-1. Union gegen den SC Freiburg. Ein Tabellenplatz-Derby, wenn man so will. 10. gegen 12. Du hast ja aus allem es ist alles ein Derby. Okay, muss ich vorlegen? Musst du ja, leg du ruhig. Achso, mir ist egal. Ach, mir ist es auch egal. Ach Gott, ich habe zu beiden Teams so überhaupt keinen Bezug, keine Meinung. 0-0. Jetzt. Willkommen bei Freunde. Kein Bezug, keine Meinung, 0-0. So könnten viele unserer Artikel bzw. eigentlich ganze Lebensabschnitte überschrieben werden. Lebensläufe vielleicht auch. Ja. In dem Fall, ja, warum denn nicht? Freiburg entführt was. 1-0 für Freiburg am Ende. Okay, ja. Gut, schnell weiter mit ja, dem Tabellenletzten. Und das ist schon die erste Überraschung, dass wir nicht über Schalke reden, sondern über den FSV Mainz, der gegen Gladbach spielt. Die Gladbacher mit einer, ja, wie sagt man, mit einer Kraftanstrengung in Mailand. Zum verdienten 2-2. Mhm. Aber können die dann schon am Samstag wieder in der Bundesliga Höchstleistungen zeigen? Nein, aber ich glaube, du brauchst gegen Mainz im Moment keine Höchstleistung. Darum reicht es auch mit 50% zu einem lockeren 3-0 in Mainz. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Gladbach hat tatsächlich nicht die Tiefe im Kader. Die werden einige wieder spielen lassen müssen, die auch schon am Mittwoch in Mailand und dann hin und zurückreise und jetzt wieder nach Mainz. Deswegen, Mainz holt den ersten Punkt 1-1. Aha, oh je, ja, kommen wir zum nächsten Derby und das ist ein... Tatsächlich eins. Das ist wirklich ein Derby, ja. Wir haben die Trikots an. Dortmund gegen Schalke. Ja, die Vorzeichen könnten ja anders gar nicht mehr sein, oder? Also gegensätzlich ja nicht mehr sein. In den letzten Jahren hatte man ja immer wieder das Gefühl, naja gut, Schalke gerade nicht so gut drauf, aber gegen Dortmund und wenn sie sich zusammenreißen, dann könnte ja vielleicht doch. Diesmal habe ich das Gefühl, hoffen viele einfach nur, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie vermutet.
Ja, andererseits gibt es ja diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Oh, wow. Nein, ich tippe den Florian Nussdorfer Gedächtnistipp und sage ein lockeres, ich sage ein 1:1, was ja schon auch schön wäre für die Schalker, oder? Ja, ich glaube, da würden einige glücksbesoffen die Schalker Meile entlang laufen. Ich kann da aber nicht mitgehen. Ich glaube, die Schalker-Fans haben ja in der letzten Woche den Spielern nochmal klargemacht. Es ginge auch darum, wie man auftreten würde. Man könne zwar verlieren, auch das wurde sozusagen schon mit eingepreist, aber es ginge eben um die Art und Weise. Und deswegen sage ich, Schalke verliert 0:3, aber am Ende kein Zwist zwischen Fans und Mannschaft, denn alle wissen, sie haben sich ordentlich reingehängt, aber mehr war einfach nicht drin. Also mit erhobenem Haupt? Mit erhobenem Haupt eine echte Klatsche einfahren. Schalke im Jahr 2020. Tobi Ahrens okay. Hat das sehr schön zusammengefasst. Das tut mir leid. Jedenfalls, Sonntag wird auch Fußball gespielt. Ja, der VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld. Unentschieden. Ja, ich war ehrlich gesagt beim Aufschreiben immer noch überrascht, dass das Bundesliga ist. Das klingt irgendwie so für mich. Naja, gut. Was hast du gesagt? Unentschieden 1:1? Oder? Ja, Oliver Glasner und der VfL Wolfsburg versuchen ja 34 Punkte am Ende der Saison auf dem Konto zu haben. Deswegen sage ich hier 1:1. 1:1? Nee. Ich glaube, dass Arminia langsam das wahre Gesicht zeigt und 1:3 in Wolfsburg verliegt. Oh. Felix Kropper, hier habt ihr es zuerst gehört, sagt, Arminia Bielefeld könnte vielleicht noch was mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Nee, ich glaube nicht, dass sie absteigen, weil ich da tatsächlich andere Vereine vorhabe. Andere Bewerber, ja sicherlich. Aber gut, das ist das Thema. Apropos Werder gegen Hoffenheim. Ja, das ist ja für mich tatsächlich bisher der Mythos der Saison. Ich verstehe es einfach nicht. Werder, für mich wirklich eine Mannschaft zusammen, ganz besonders jetzt nach dem Ende der Transferphase, der eigentlich nicht mehr Bundesliga würdig ist. Aber doch schaffen sie es, Woche für Woche Punkte zu holen und gar nicht mal so schlecht dabei auszusehen. Das muss man denen auch mittlerweile hoch anrechnen, finde ich. Aber gut, gegen Hoffenheim, die spielen irgendwie so einen ekligen, fast schon perfekten Fußball. Auch unter Sebastian Hoeneß scheint es dann nur besser zu laufen. Von daher, ja, es wird am Ende doch ein klares 4:2 für Hoffenheim. Da fallen Tore. Du hast mir gerade erklärt, warum ich Werder sympathisch finde. Darum sage ich Sympathietipp 2:1 für Werder Bremen. Als ob man damit hier Punkte holen könnte. Schauen wir. Hier schon. Ob man damit in der Bundesliga holen kann, das ist die Frage. Und dann haben wir noch ein Montagsspiel. Montags? Was? Jetzt mal ernsthaft, wieso spielen die schon wieder montags? Bei Bayer Leverkusen, die schwierige Europapokal. Ich dachte, das wäre jetzt abgeschafft worden. Nein, das ist abgeschafft worden, aber tritt erst nächste Saison in Kraft oder was weiß ich. Na gut. Ja. Aber ich meine, gut, die Alternative ist dann auch Sonntag um 13 Uhr, ne? Oder ist das nur die neue Anschluss? Ja, schnell. Montagabend, Leverkusen gegen Augsburg. Ui. Der erste Tipp. Ein Kracher. Wer schaut zu? Der zweite Tipp, wie geht's aus? Rudi Völler. Punkt. Und Rainer Kallmund vielleicht. Schöne Grüße ins Saarland. Das war's. Und die beiden, alle anderen werden es bereuen, dass sie nicht eingeschaltet haben, denn es wird Peter Bosch Fußball vom Feinsten und es wird ein 4:3. Nein, ein 4:1. Ein 4? Ich gehe mit, zumindest Leverkusen gewinnt. Am Ende auch dann verdient mit 2:0. Tja, haben wir eigentlich, schade, wer da nicht eingeschaltet hat. Ja, wir würden es euch empfehlen. Aber wir werden es euch Montag im Themenfrühstück auch nochmal empfehlen. Ja, haben wir Wetteinsatz vereinbart? Haben wir nicht. Hast du noch eine schnelle Idee ansonsten? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde es ganz gut. War dein Tipp, wenn ich das jetzt gerade so rekapituliere. Oh, wow, okay. Alles klar. Ja, ich weiß nicht. Wenn du sonst irgendwas haben willst, melde dich. Wenn ich hier mich so umgucke, man kann es ja schlecht sehen, weil die Kamera ist ja festgefahren. Aber wie wäre es, wenn ich hier einmal den Medienraum ein bisschen aufräume, falls du gewinnen solltest? Okay. Ja. Im Gegenzug steht das Büro der Online-Redaktion, da darf gerne mal wieder feucht drüber gewischt werden. Könnten wir doch einfach mal so ausmachen. Was meinst du? Das machen wir. Hygiene ja auch wichtig. Genau, wir schütteln uns virtuell die Hand und wünschen euch mit unseren Tipps und der Bundesliga ganz, ganz viel Spaß. Geht, falls ihr in Berlin seid, zu Tennis Borussia. Geht woanders hin, wenn ihr nicht in Berlin seid und habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao. Ciao.